Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, der Sebastian vom Wunderwollen Vertikalpass. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend. Ja, wir haben eine kleine Pause eingelegt. Zum einen, weil es ja einfach ein Länderspiel gab, sogar zwei. Die deutsche Nationalmannschaft ist wieder auf der Erfolgsspur, auch wenn ich die Länderspiele nicht gesehen habe. Die Euphorie kann man fast schon spüren. Sebastian, ist es da bei dir ähnlich, dass du im Endeffekt der EM entgegenfieberst? Ja, total. Also wenn du mich jetzt fragst, was mein fußballerisches Nahziel für die nächste Zeit ist, sage ich der EM-Titel 2000 irgendwann. Ja, irgendwann. Ja, klar, Nationalmannschaft, total geil. Ja, aber die U21, das muss man ja kurz mal sagen, die war ganz erfolgreich. Dank unseres Abwehrtalents Timo Baumgartl, der beim VfB zwar momentan außen vor ist, aber in der Nationalmannschaft für Furore sorgt, unter anderem... Kapitän, oder? Kapitän und ein Tor Kapitän mit vorbereitet. Also das, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir dann schon zumindest in Auszügen anschauen wollen und auch getan. Also das war ganz wohltuend, mal wieder einen aktiven, vor allem VfB-Spieler, als wichtigen Bestandteil einer deutschen Nationalmannschaft zu verfolgen. Das hat ganz gut getan. Ja, das sollte der positive Teil dieses Podcasts werden, denn jetzt geht es um unseren Lieblingsverein, den VfB Stuttgart. Wir haben Hoffenheim. Nach dem Hoffenheim-Spiel haben wir keine neue Ausgabe aufgenommen. Ich glaube, da braucht man auch nicht mehr allzu viel sagen, denn das Grundgefühl können wir direkt mit ins Frankfurt-Spiel rübernehmen. Über das wir jetzt zu Beginn ganz kurz so ein bisschen nochmal sprechen wollen. Der VfB verliert 3:0 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Andersrum 0:3 ist natürlich richtig. Ähnlich wie im Hinspiel ist das Ganze gelaufen, mit dem einen Unterschied, dass es in der ersten Halbzeit bis auf die letzte Spielminute ganz okay aussah. Ja, aber auf was ich hinaus wollte, ist, dass wie schon im Spiel gegen Hoffenheim, im letzten Heimspiel, selbst in diesen ersten 44 Minuten, ja, es war halt nicht ganz so schlecht wie viele Spiele in der Hinrunde und der Start der Rückrunde, aber insgesamt so richtig ist es immer noch nicht Fisch und nicht Fleisch, oder? Wie siehst du es? Ja, genau. Nee, also man muss ja wirklich da mal berücksichtigen, dass es vermutlich in Frankfurt so schwer ist, wie in keiner anderen Bundesliga-Stadt zu gewinnen, weil, wenn ich das recht erinnere, hat die Eintracht in diesem Kalender ja noch kein einziges Pflichtspiel verloren, wettbewerbsübergreifend, und das ist natürlich dann keine leichte Aufgabe. Aber im Gegensatz zur Hinrunde, als wir mit 2:0-4 Niederlagen, ist so, ne? Wir haben 0:4 gegen Hoffenheim, 0:4 gegen Dortmund verloren, und dann kam Frankfurt und wir verloren 0:3, und diesmal kamen wir mit einem leichten Optimismus nach Frankfurt, und es sah ja auch, also ich fand, relativ lange relativ gut aus. Also es sah genau 44 Minuten lang gut aus. Die Eintracht hatte eine Riesenchance, Kempf köpfte an die Latte, und da dachte man, hey, also mit so ein bisschen Glück, da ist ja vielleicht dann doch irgendwas drin in Frankfurt. Ja, und dann kam die 44. Minute. Aber davon abgesehen, also ich finde, 44 Minuten lang hat der VfB ganz gut gemacht. Ja, das kann man so sehen. Und da würde ich dir noch nicht mal widersprechen. Ich habe mich natürlich dabei ertappt, dass ich mir die Frage häufiger gestellt habe, ist jetzt Frankfurt irgendwie nicht ganz so gut drauf oder sind wir ein unangenehmer Gegner? Das wünscht man sich ja immer, dass es dann irgendwie, ja, so ist, dass man wenigstens ungern gesehen ist, gerade dann bei Auswärtsspielen. Und man hat ja auch im letzten Spiel das letzte Spiel der Frankfurter gesehen gegen Nürnberg, dass sie sich da auch gegen den Abstiegskandidaten schwer getan haben. Aber was mir so ein bisschen, ja, die Hoffnung fast schon zerschlagen hat, war halt einfach diese Wucht, die diese Frankfurter da vorne im Sturm haben. Du weißt halt, irgendwann wird ein Jovic oder ein Rebic oder ein Alea oder natürlich jetzt in dem Fall dann Kostic durchstechen und uns einen einschenken. Das war mir schon klar. Ich habe halt so ein bisschen darauf gehofft, dass wir irgendwie auch ein Tor schießen. Ja, und diese Kämpfchance, die hätte einfach reingehen müssen. Ich glaube, dann kann das Spiel natürlich ganz gut für uns auch ausgehen. Mit ganz gut meine ich jetzt mit einem Punktgewinn. Aber so insgesamt, das meinte ich vorhin mit nicht Fisch und nicht Fleisch, überzeugt mich
ja, einfach kein Spiel des VfB Stuttgart. Also bis auf das Hannover-Spiel ja, gab es in dieser Saison absolut noch nicht ein Fußballspiel, das mich wirklich überzeugt hat, dass ich das Gefühl hatte, wir können hier was packen, wir können hier nochmal, wie ja unser Präsident es fordert, 4 Heimspiele gewinnen gegen ambitionierte Gegner. Das ist das, was ich jetzt aus diesen letzten beiden Spielen vor allem mitnehme. Ja? Also abgesehen von individuellen Fehlern, die passiert sind in Dortmund, darüber haben wir gesprochen. Nee, einfach jetzt so diese komplette Mannschaft wirkt auf mich nicht in der Lage, das auf den Platz zu bringen, was nötig wäre, um genügend Punkte zu holen, um letzten Endes nicht abzusteigen oder zumindest auf Platz 15 zu kommen. Ich bin ja jetzt schon zufrieden mit Platz 16, muss ich sagen. Ja, absolut. Ja. Das ist ja das grundsätzliche Problem. Ne? Also wir haben nach 27 Spieltagen grandiose 5 Saisonsiege. Und wenn man sich dann versucht, zurückzuerinnern an die überzeugenden Spiele des VfB, dann kommt man auf das Spiel gegen Hannover zu Hause neulich und man kommt dann vielleicht noch auf den 2-0 Auswärtssieg in Nürnberg, der erzwungen war. Alles ja, da erinnere ich aber an die erste Halbzeit. Da war Nürnberg gut dabei. Ja, absolut. Ja, da hatte Nürnberg Chancen, ja. Aber also die zwei würde ich aber trotzdem dazu zählen. Aber jetzt zum Beispiel der einzige Sieg unter Taifun Korkut, der Heimsieg gegen Bremen, der war ja so dermaßen unverdient wie noch was halt, ne? Und das ist auch einer der Saisonsiege. Also, und da hast du recht, man muss wirklich sich wirklich sehr konzentriert zurückerinnern, wenn man an gute Spiele über 90 Minuten des VfB Stuttgart sich erinnern möchte. Also da gab es nicht viel in dieser Saison. Lass uns noch mal kurz beim Frankfurt-Spiel bleiben. Ich habe mir überlegt, dass wir uns mal überlegen, was lief jetzt besonders gut und was lief vielleicht dann doch eher schlecht. Und da wir ja positive Menschen sind, starten wir mit dem Guten zuerst. Was hat dir denn besonders gut gefallen jetzt im Spiel gegen Frankfurt? Also das mag jetzt etwas absurd klingen, aber ich habe gestern Abend, als ich das so live gesehen habe, habe ich echt gefeiert die Zweikämpfe, die sich Pavard, Kempf und Kabak vor allem mit Rebic geliefert haben. Das war so ein bisschen Godzilla gegen King Kong, ne? Also vor allem Kabak gegen Rebic, also war episch, ne? Ja, die Zweikämpfe, ja. Total geil. Also und das finde ich halt so absurd, ne? Wir kriegen rekordverdächtig viele Gegentore, aber unsere Innenverteidigung, die drei Typen da hinten drin oder die 4, wenn man Baumgartel mit dazu nimmt, die möchte ich halt um alles in der Welt nicht eintauschen, ne? Wir haben mit Pavard einen Weltmeister, der, okay, nächste Saison zu Bayern geht. Wir haben mit Kabak einen mittlerweile 19-Jährigen, hatte gerade Geburtstag, der sensationell spielt. Wir haben mit Kempf einen, der ist total solide und mit Baumgartel den U21-Kapitän Deutschlands. Also unsere Innenverteidigung ist halt top und trotzdem fressen sie halt pro Spiel irgendwie 2,8 Tore. Aber ich mochte halt, wie sie halt gegen Rebic, Jovic und alle anderen Itche da gegen Frankfurt verteidigt haben. Das fand ich klasse, weil die Tore, die gefallen sind, bis aufs Letzte, waren jetzt nicht unbedingt ihnen geschuldet halt. Also das hat mir gefallen. Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Also die drei da hinten drin, die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Herausheben möchte ich mal wieder Ozan Kabak, der sich auch jetzt immer mehr so als Mini-Lucio aufstellt, also ab und zu mal über die Mittellinie stürmt und dann auch immer für die Gefahr sorgt. Ich weiß nicht, ob du dich dann noch an die alten Lucio-Zeiten erinnern kannst beim FC Bayern. Ja, absolut, und vor allem auch in Leverkusen, ne? Ja, aber Ozan Kabak war jetzt in Frankfurt unser bester Stürmer, ne? Der hat vor allem, der hat ja da vorne in Strafraumnähe der Frankfurter ja echt irgendwelche Mittelstürmer-Moves ausgepackt mit Übersteigern und noch vorbeiziehen und dann abschließen und so weiter. Also, das muss man ja sagen, dass Ozan Kabak in Frankfurt unser bester Stürmer war. Das ist ein bisschen also, traurig, Dribbling, aber so ist es halt. Es ist leider so. Was das Dribbling angeht, ist das eigentlich genau das, was man vielleicht dann häufiger von einem Gonzalez oder von einem Esswein gerne sehen wollen würde. Ich möchte aber die beiden jetzt gar nicht so sehr in die Pfanne hauen hier, weil was man Kollegen wie Esswein und Gonzalez halt einfach nicht absprechen kann, ist die Kampfbereitschaft, der Einsatzwille. Das ist viel wert. Aber ich wollte ja noch kurz bei diesen positiven Dingen bleiben, denn ich möchte auch Ron-Robert Zieler hervorheben.
Natürlich, das 1-0, würde ich schon sagen, ist er nicht ganz unschuldig, aber davor hat er uns halt mehrfach einen Arsch gerettet. Das muss man einfach auch mal anerkennen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber der eine Moment, da hat er halt gepatzt. Ja, davor hätten aber vielleicht andere Torhüter den einen oder anderen eben nicht mehr von der Linie gekratzt. Deswegen fand ich das eine gute Leistung. Ich habe ihn ja hier auch schon kritisiert. Deswegen finde ich, kann man auch mal, auch wenn es dann nur 44 Minuten waren, eine positive Leistung von Ron-Robert Zieler hervorheben. Und dann da muss ich kurz einhaken, da dachte ich auch wieder, das ist so ein typisches Ron-Robert-Zieler-Spiel in der, ich weiß gar nicht, wann es war, irgendwie zwischen der 30. und 40. Minute, da hält er ja irgendwie innerhalb von 5 Sekunden dreimal glänzend, ne, ist immer wieder auf dem Bein, hat eine Hand dazwischen, verlässt die Szene nie, ist immer dabei, also wirklich grandios, und wenn er da irgendwie einen reingelassen hätte, hätte man gesagt, ja gut, wir sollen den halt halten. Und dann in der 44. Minute hält er halt den Ball halt nicht, der halt absolut haltbar ist. Ne? Das beschreibt halt die Saison von Zieler irgendwie relativ gut. Also die völlig absurd unhaltbaren Helter, und dann kommt halt irgendwie dann doch noch einer, den er eigentlich halten müsste, und dann lässt dann irgendwie durchflutschen. Also es war, ja. Da muss ich jetzt kurz mal auf ein Nähkästchen plaudern. Ich hatte mal als junger Mensch die wahnsinnige Idee, Torhüter sein zu wollen. Ja, obwohl ich eigentlich immer Stürmer war oder im rechten Mittelfeld gespielt habe. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, nee, jetzt bist du einfach mal Torhüter. Und dann habe ich genau eine Vorbereitung lang diesen Beruf des, oder ja, diese Position des Torhüters, so ist es richtig ausgeübt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also diese Momente, wenn dann ein wuchtiger Stürmer auf dich zugerannt kommt und du stehst da ja vorne am Pfosten und weißt nicht, schießt der jetzt irgendwie ins lange Eck, knallt dir das Ding einfach zwischen die Rübe, so wie bei Zieler. Das ist schon eine besondere Qualität, dann auch solche Bälle zu halten. Aber ich gebe jedem recht, und ich bin auch dabei und sage, den muss er eigentlich halten. Aber es ist schon eine verdammt undankbare Situation, weil wenn er den Ball irgendwie nochmal in die Mitte legt oder so, das siehst du auch wieder doof aus, wenn du dann mit nach oben gerissenen Händen dastehst und auf der anderen Seite köpft, was weiß ich, Aller gerade das Ding ein. Ich möchte ihn jetzt hier nicht in Schutz nehmen. Und das Tor geht auch auf seine Kappe, aber ich fand die Paraden davor einfach gut von ihm, und er hat auch, glaube ich, im Hoffenheim-Spiel ein paar gute Bälle gehalten, auch gegen Dortmund hat er ein paar gute Bälle gehalten. Also ich finde, nachdem wir ihn kritisiert haben, mit einer extra Folge, und natürlich nicht nur ihn, sondern auch seine beiden Vertreter, muss ich sagen, seine Formkurve zeigt ein Stück weit nach oben. Vergleichbar vielleicht mit der des VfB, wenn du verstehst, was ich meine. Also es ist so gefühlt genau. Besser, aber... Genau, das Ding ist ja, er ist ja ein guter Typ und er hält halt auch viel, ne? Aber halt irgendwie genauso wie der VfB in der Saison immer unglücklich, ne? Also er hält halt die er nicht halten muss, und die, die er halten muss, hält er dann vielleicht eher nicht. Und ja, klar, und bei dem 1-0 von Frankfurt... das geht halt dann aufs Konto von Beck und Zieler, und die beiden dürfen dann halt ausdiskutieren, wer mehr Anteile an dem Gegentor hat. Also ist ja gar keine Frage. Du hast Andy Beck gerade angesprochen, da kommen wir gleich zu der Thematik, was uns nicht so gut gefallen hat. Ich denke mal, da kann man Andy Beck mit anführen. Ich möchte aber für mich kurz noch einwerfen, dass ich eigentlich Andy Beck über die komplette Saison hinweg als gar nicht so schlecht empfinde. Also das habe ich auch im Podcast schon mehrfach gesagt. Klar, gegen Kostic, da hat er einen schweren Stand, aber er hat auch schon gezeigt, dass er gegen Tempo-Tripler und gegen einfach robuste Spieler sich auch durchaus zu wehren weiß. Also das ist für mich nicht völlig unmöglich, dass er da gegen Kostic auch mal besser aussieht, als ihm das dann letzten Endes gelungen ist in diesem Spiel gegen Frankfurt. Was dann ja auch auf Twitter vor allem oft gefordert wurde, dass sich... Ja, weil sie vielleicht Gedanken machen sollte, Pavard auf rechts rüber zu ziehen und dann eben mit Baumgartl im Zentrum zu spielen. Ich bin kein Fan davon. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich fand, man hat spätestens im Düsseldorf-Spiel gesehen, dass sich Benjamin Pavard schon als klassischer Innenverteidiger sieht, zumindest beim VfB. Oh, da habe ich ehrlicherweise gar keine Meinung zu. Also mir grundsätzlich fällt diese Intransparenz von Weinzierls System schon eher negativ auf, ne? Also, weil wir diskutieren ja oder wir spekulieren ja von Spieltag zu Spieltag nur darüber, spielt jetzt Gomez oder González. Alles andere ist ja in Stein gemeißelt. Ja. Und wenn du halt dann weißt, dass Frankfurt halt dann mit Da Costa und Kostic über zwei schnelle Außen kommt, ja, dann muss man vielleicht auch mal den Mut haben, darauf zu reagieren und zu sagen, hey, dann spielt halt vielleicht nicht Andy Beck, sondern halt ein anderer Rechtsverteidiger, und
ja gut, die sind halt alle irgendwie raus, ne? Also Maffeo ist verbannt, Castro auch. Spielt in der Innenverteidigung, Ascacibar, der auch mal im Gespräch war als Rechtsverteidiger, ist gesperrt, dann bleibt halt nur noch Pavard übrig und du hast ja dann mit Baumgartel keine schlechte Alternative für die Innenverteidigung. Also insofern hielt ich das schon für eine gangbare Alternative, dann Pavard auf rechts zu stellen, wenn du der Meinung bist, dass Beck Kostic halt ein absolutes Mismatch ist, was halt irgendwie die Schnelligkeit angeht. Wenn du der Meinung bist, Beck kann das handeln mit Support, dann okay, dann kannst du es machen. Aber das Spiel hat ja gezeigt, es hat nicht funktioniert einfach. Ne? Und ich fand das so, also wirklich bemerkenswert, wenn man sich zurückerinnert an Kostic aus VfB-Zeiten, an Kostic aus HSV-Zeiten, wo wir immer mokiert haben, dass er halt keine Defensivarbeit leistet. Und der bespielt ja in Frankfurt die komplette linke Seite. Ne? Der ist Linksverteidiger offiziell, aber vor ihm ist niemand mehr. Also der macht die komplette linke Seite, der spielt alles. Linksverteidiger, linkes Mittelfeld und links außen. Und das ist schon ziemlich grandios, wenn du halt siehst, was man aus so einem Spieler machen kann, wenn man irgendwie versteht, was man aus ihm machen kann. Ja, wenn man einen Plan hat und vielleicht auch mit dem Spieler kommuniziert, da sind wir vielleicht auch gleich wieder bei Markus Weinzierl. Wenn man dann nämlich mal den Kritikpunkt aufnehmen kann, dass Weinzierl sich letzten Endes ja selber Möglichkeiten beraubt und vor allem den VfB natürlich auch ein bisschen ausrechenbarer macht, indem er, das oder nicht nur er jetzt, sondern auch der komplette Verein dann immer solche Thematiken auch direkt an die Öffentlichkeit bringen. Wollen wir natürlich auch nochmal drüber sprechen, ob das so sinnvoll ist, dass man wirklich jeden noch so kleinen Streit dann direkt immer in der Öffentlichkeit oder an die Öffentlichkeit trägt und nicht mal versucht, so ein bisschen wenigstens Ruhe reinzubringen. Ich meine, natürlich, jetzt springen wir ein bisschen, aber ist ja egal. Das Interview, das Borna Sosa gegeben hat in Kroatien, dass das hier auch Wellen schlägt. Wir wissen das, so ein 21-Jähriger vielleicht noch nicht, aber jetzt weiß das definitiv. Aber ich glaube auch, dass man da nicht unbedingt jetzt, weiß ich nicht, bei der Pressekonferenz 5 Fragen zu beantworten muss. Man hat schon gemerkt, dass er das eigentlich gar nicht so sehr will, aber dann doch irgendwie, weil ich glaube, er steht schon sehr darauf, dass er als der Macher, als der Typ, als der Chef angesehen wird. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich, ich bringe es jetzt mal auf den Punkt, ich rede nämlich die ganze Zeit drum rum. Ich habe das Gefühl, wenn Markus Weinzierl mit diesen jungen Spielern besser kommunizieren würde, würde es solche Interviews vielleicht gar nicht erst geben. Ja, ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, dass Borna Sosa wirklich nicht versteht, warum er nicht berücksichtigt wird. Ja, dass es für ihn wirklich so ankommt, dass der Trainer eigentlich zufrieden mit ihm ist und dann eben nicht dieses Extra-Gespräch führt, um dem Spieler zu erklären, wo er sich verbessern muss. Ja, da erinnere ich zum Beispiel an Mario Gomez, der eine Anekdote erzählt hat, wie Giovanni Trapattoni ihn besser gemacht hat. Ja, der ihn komplett außen vor gelassen hat und dann mal zur Seite genommen hat und gesagt hat, das und das musst du verbessern, das und das kannst du schon gut. Das sind so kleine Gespräche, die dann einen sehr jungen Spieler unheimlich weiterbringen können. Und Weinzierl hat schon immer bei seinen Stationen das Problem gehabt, dass er irgendwie, vor allem dann auch mit ausländischen Spielern, nicht so richtig den Draht findet und mit denen zu wenig kommuniziert, weil er ein sehr, sehr enges Gebilde um sich herum versammelt und alle, die dann nicht mitziehen und nicht so ticken, wie er das möchte, nach hinten oder einfach rausfallen und letzten Endes dann auch nicht mehr berücksichtigt werden von ihnen. Das ist sehr, sehr gefährlich, glaube ich, in der aktuellen Situation. So verschwenderisch auch mit den Qualitäten umzugehen, die du da definitiv hast. Ja, also ich fand es bezeichnend, dass Borna Sosa im Interview gesagt hat, dass Markus Weinzierl ihm im Training immer signalisiert, dass er alles gut macht. Ne? Also, ja, alles gut, mach weiter und super und so. Und dann ist er halt nicht im Kader. Und ja klar, als junger Spieler fragst du ja halt schon, hey, wenn ich alles gut mache, warum bin ich nicht im Kader, ne? Und wenn er ihm signalisieren würde, hey, du bist nicht im Kader, weil du das und das und das noch nicht gut machst, dann wäre das sicherlich eine andere Sache, weil jetzt irgendwie Borna Sosa jetzt auch in seiner VfB-Zeit nicht aufgefallen ist, halt irgendwie disziplinloser Arsch, ne? Also der will ja spielen und der kann ja auch spielen, der hat es ja auch gezeigt. Also und ich ganz persönlich habe jetzt irgendwie, also das ist jetzt wirklich, wirklich meine ganz persönliche Meinung, glaub halt, dass bei Markus Weinzierl so diese, der ist ja
ausgebildeter Hauptschullehrer, glaube ich, hat aber das Amt nie ausgeübt. Und ich finde, bei ihm kommt schon ein bisschen so dieses Lehrergehen halt, ne, durch. Also wenn irgendjemand was falsch macht, dann wird er abgestraft, der kriegt eine Rüge oder einen Tadel und dann ist der erstmal außen vor. Das Problem ist halt, dass wir halt relativ viele Spieler haben, die mittlerweile außen vor sind. Also da sind natürlich der von uns gerade angesprochene Borna Sosa, der ist natürlich Pablo Maffeo, der von Trainer, ehemaligen Sportdirektor und Präsidenten irgendwie ausgezählt wurde. Dann haben wir aber auch Shadrach Akolo, der schon ewig nicht mehr gespielt hat. Und wir haben Erik Tommy, der in der letzten Saison auch in der Rückrunde ein Leistungsträger war und jetzt auch gar nicht mehr stattfindet. Also wir haben und relativ das viele möchte ich Spieler, nur kurz einwerfen, der auch von Weinzierl wirklich schon ein bisschen vorgeführt wurde, als er damals ein und gleich wieder ausgewechselt wurde. Ja. Also seitdem ist da ja einfach auch ein Tischtuch, habe ich zumindest das Gefühl, zerschnitten, beziehungsweise seitdem läuft das auch nicht mehr so richtig rund zwischen den beiden. Genau, und dann haben wir noch Tassos Donis und wir haben Holger Badstuber. Also man kann ja zu den ganzen Personalien stehen, wie man will, aber wir haben mittlerweile verdächtig viele Spieler, die überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und da muss man sich fragen, liegt das an den Spielern oder liegt es vielleicht doch eher am Trainer? Also es liegt mit Sicherheit auch an den Spielern, klar, diese Probleme entstehen ja nicht aus dem Nichts und Holger Badstuber absolut, klar, ist ja nicht in der Situation, weil er noch keine Chance bekommen hat, sondern er hat ja zu Beginn der Saison durchaus die Möglichkeit gehabt, sich zu zeigen, aber er stand halt komplett neben sich. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein Holger Badstuber schon ein Spieler ist, den ich, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der innerhalb von einem Jahr komplett all das verloren hat, was ihn jemals ausgezeichnet hat und was für uns enorm wichtig war, vor allem in der Rückrunde, nämlich diese Mentalität, die er dann auf den Platz bringt. Und vielleicht ist das dann auch nochmal ein Spieler, der jetzt interessant werden könnte, nachdem wir ja mitbekommen haben, dass Christian Gentner länger ausfallen wird und Gonzalo Castro. Man weiß ja, dass Badstuber auch schon mal den Sechser gegeben hat, das zwar nicht so gerne tut, aber aufgrund dessen, dass es nicht allzu viele Optionen gibt für Markus Weinzierl, könnte es vielleicht ja wirklich sein, dass der Badstuber plötzlich nochmal interessant wird für diese Position. Müssen wir mal abwarten. Ich möchte nochmal ganz kurz was für Andy Beck sagen, unser Personalie rechter Verteidiger, Pavard und so. Es wird ja dann wirklich oft gefordert, dass Andy Beck ja einfach nicht mehr spielen soll. Das hört man nicht erst nur jetzt seit diesem Frankfurt-Spiel, sondern schon davor. Ich habe das ja auch schon gegen Hannover beobachtet, dass er wirklich auch ein wichtiger Spieler ist für den Trainer. Da wird viel kommuniziert. Er auch selber viel denkt und lenkt auf dem Platz. Das ist mir auch zuvor noch nicht so aufgefallen. Aber was man gegen Frankfurt sehr gut gesehen hat, ist, wie wichtig für so einen Andy Beck ein Santiago Ascasiba ist. Denn der spielt halt eben auf dieser Seite von Andy Beck und der unterstützt Andy Beck vor allem dann, wenn es vielleicht mal im Laufduell nicht ganz reicht. Das ist mir jetzt gerade gegen Kostic mehrfach aufgefallen, dass dann Castro nicht mithalten kann. Beispiel zum Beispiel das 2-0. Ja? Also da bin ich mir sicher, ein Ascasiba, der da sonst da mit hinten absichert, der hätte den Kostic, der hätte dem einfach Schienbein weggeschleudert. Also muss man halt einfach mal so sagen, wie es ist. Aber das hätte vielleicht es hätte kein 2-0 gegeben, aber halt vielleicht eine rote Karte. Im schlimmsten Fall. Ja, aber da frage ich mich auch, also klar, Diskussion Andy Beck, aber das ist für mich dann auch keine Diskussion über Andy Beck, sondern halt eher eine Trainerdiskussion. Ne? Also kann man Andreas Beck gegen Kostic stellen? Kann Gonzalo Castro der letzte Mann sein, der halt dann irgendwie verteidigt bei eigenen Standards? Oder sollte das halt irgendjemand sein, der halt vielleicht ein bisschen schneller halt einfach ist und dann halt mit irgendwelchen Kostices, Rebicis oder anderen Itches halt mithalten kann? Ja, und eine andere Zweikampfführung an den Tag legt. Das kommt ja mit dazu. Also da fehlt ja ein ganz wichtiges Element bei uns im defensiven Mittelfeld. Dadurch, dass Ascasiba weg war, Gentner reinkam, der aber dann früh ausgewechselt werden musste, dann bringst du die Davi. Das Kapitel die Davi ist für mich momentan einfach zu. Also vielleicht gibt's da irgendwann nochmal ein Comeback, aber ich sehe ihn auch überhaupt nie als Achter. Komischerweise war er als Achter noch besser als später dann als Zehner oder was das sein sollte, wusste ich auch nicht so richtig, was für eine Position da eigentlich gespielt hat. Ja, aber da war ich auch erstaunt. Also es haben sich ja viele drüber echauffiert, dass Markus Weinzierl dann Aogo für Zuber bringt in der, wann war es, 60. 72. So rum. Genau, ne? Und na klar, er bringt halt Aogo für Zuber, damit die Davi nach vorne gehen kann, also
Aogo übernimmt dann die Darby-Position und die Darby übernimmt die Zuba-Position. Ja, aber das war irgendwie alles schwierig, ne? Also und du darfst nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt war Castro schon angeschlagen. Er hat ja die Verletzung während dem Spiel erlitten, hat durchgespielt. Also das war auch nochmal so ein Backup, wenn es dann wirklich im zentralen Mittelfeld zu einem Zweikampf, zu einem Laufduell kommt, wäre Castro überfordert gewesen, weil er einfach nicht mehr so durchziehen konnte aufgrund der Verletzung. Ja, das ist ja das Ding, ne? Und da muss man sich grundsätzlich fragen, also ist die Derby für Gentner ein richtiger Wechsel oder muss man halt nicht da schon Aogo bringen und dann positionsgetreu wechseln? Also ich fand halt so, als ich mir angeguckt habe, die Darby halt in dieser relativ defensiven Position wusste er nicht wirklich, was er machen sollte. Und nach der Reinnahme von Aogo, als er nach vorne dann rücken konnte, war das halt auch nicht wirklich überragend, was er spielte. Ne? Und so wie du sagst, also für mich bleibt Dante Di Darby in der Saison halt die große Variable. Also da ist so Mr. X, ne? Also ist der fit, ist der nicht fit? Spielpraxis hat er sowieso nicht. Also ich fand es dann echt verheerend, auch die Pässe, die er gespielt hat, da war halt keiner irgendwie wirklich genau. Und mit der Personalie tue ich mich wirklich, wirklich schwer. Und da würde ich dann lieber irgendjemanden sehen wie Donis oder Akolo oder ich weiß nicht. Was ich jetzt ganz interessant gefunden hätte, wenn Weinz hier Zuba einfach auf die 8 gesetzt hätte, ja, das macht er ja sowieso schon ganz gut in Rückwärtsbewegung und dann für Gentner Tommy eingewechselt hätte. Ja, dass Tommy mal wieder auf seiner linken Seite dann ran kann, wo Zuba ja so ein bisschen versetzt vor Insua gespielt hat, aber dass Zuba dann wirklich als klassischer Achter neben Castro gestellt worden wäre, das hätte ich, glaube ich, präferiert in dem Moment. Weinz hat sich anders entschieden, müssen wir mit leben. Vielleicht hat er zu dem Zeitpunkt auch gehofft, dass mit die Darby noch ein Schuss Kreativität mit ins Spiel kommt und dann dadurch vielleicht dann doch nochmal die ein oder andere Chance entsteht. Das ging natürlich absolut in die Hose. Noch ein letzter Satz von mir zu Andy Beck. Ich finde ihn auch ganz wichtig für Ozan Kabak. Man hat es schon mehrfach jetzt aus dem Umfeld gehört, dass Beck und Kabak eine wichtige Kombination sind, weil Andy Beck halt einfach fließend Türkisch spricht und ganz viel übersetzen kann. Gerade was dann einfach Kommandos auch von der Trainerbank angeht in Richtung Kabak und vielleicht dann auch intern, wenn in Kempf, Pavard und Kabak miteinander versuchen zu kommunizieren, das stelle ich mir nicht so leicht vor, weil Pavard spricht halt kaum Deutsch. Kabak versucht zumindest, also er macht ja alles dafür, dass er schnell besser wird. Auch ein Marc-Oliver Kempf wird sich wahrscheinlich auch noch nicht so hervortun als Leader hinten in diesem Abwehrverbund. Deswegen glaube ich, dass Beck einfach wirklich noch mir zu wichtig ist, um jetzt zu sagen, den nehmen wir jetzt raus und riskieren da irgendwas mit Pavard auf der rechten Seite. Weil, das muss ich auch noch sagen, ich glaube, dass Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger am besten funktioniert, wenn du mit einer Viererkette spielst. Weil das System, das Weinz hier spielt, da ist für mich der Rechtsverteidiger schon nochmal ein bisschen anders angelegt als das, was Pavard bei der Weltmeisterschaft gespielt hat. Es ist einfach nur so eine Vermutung, kann auch sein, dass ich damit falsch liege, aber im Prinzip glaube ich, dass Andy Beck jetzt nicht unser ganz großes Problem ist. Auf der anderen Seite, Insua, wie siehst du den? Da sehe ich nämlich eher ein Problem, dass da vielleicht so ein Borna Sosa durchaus gut tun würde. Ja, natürlich wird Borna Sosa gut tun. Ich glaube, halt grundsätzlich tut jeder Spieler gut, der halt Beck auf rechts und Insua auf links halt irgendwie Druck macht, ne? Ja. Aber diesen Druck hat halt Markus Weinzierl und der ehemalige Reschke und unser Präsident, den haben sie halt rausgenommen, ne? Weil Sosa und Maffeo, die wir vor der Saison für 20 Millionen gekauft haben, 6 Millionen Sosa, keine Rolle mehr spielen. Ne? Und deswegen haben die beiden links und rechts halt überhaupt keinen Druck mehr. Und ich glaube, Insua hat kein schlechtes Spiel gemacht. Der hat hier tatsächlich auch ein paar Akzente nach vorne setzen können. Aber dann auch beim Gegentor, ne, dann sieht man halt, wie er den Ball verliert und dann irgendwie zurücktrabt und so weiter. Da wird halt Konkurrenz gut tun. Und vor der Saison wurde vermeintliche Konkurrenz gekauft für sehr, sehr viel Geld. Und die Konkurrenz ist keine mehr, weil sie nicht im Kader ist. Und das dürfen sich dann halt der Trainer, der Sportdirektor, der ehemalige Sportdirektor und der Präsident halt irgendwie ankreiden. Aber auf den Außenverteidigerpositionen gibt sicherlich Optimierungspotenzial. Ja, da werden wir nachher auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Bevor wir jetzt über die Zukunft reden, nochmal ganz kurz abschließend. Wir haben ja diese Spiele Dortmund, Hoffenheim und auch natürlich Frankfurt als Highway to Hell Tour bezeichnet. Die ist jetzt vorüber. Und ich habe es mal so für mich überschrieben,
der VfB verunglückt auf diesem Highway to Hell oder auf dieser Highway to Hell Strecke. Was ist für dich so das, was du mitnimmst aus diesen drei Spielen? Also was macht dir ein Stück weit Hoffnung? Was hat dich ein bisschen enttäuscht mit Hinblick auf alle drei wichtigen Themenpunkte, Spieler, Trainer und auch natürlich Thomas Hitzesberger? Warum nehme ich den mit rein? Es wurde immer vom Hitzeffekt gesprochen, ja, als es vermeintlich besser lief. Und es gab auch so ein bisschen die Hoffnung, dass Thomas Hitzesberger schnell einen neuen Sportdirektor präsentieren kann und dass der dann auch schon, weiß nicht, nochmal so ein gewisses positives Gefühl mit in die Mannschaft bringt. Ja, also was ist für dich jetzt nach diesen drei Spielen das, was du mitnimmst? In positiver wie in negativer Hinsicht? Puh, also, um es schwerer vorwegzunehmen, ich nehme positiv raus unsere Stärke bei Standards. Ne? Weil auch jetzt gegen Frankfurt hatte Kempf nach einer Ecke die Kopfballchance, die an Latte ging. Und jetzt mit Kempf und Kabak haben wir da vorne halt schon zwei richtige Kanten, die nach einer Ecke oder nach einem Freistoß einköpfen können. Ich glaube, das ist halt jetzt echt im Existenzkampf, den der VfB kämpfen werden muss, ein ziemliches Pfund, mit dem man wuchern kann. Negativ nehme ich raus, dass wir halt nach wie vor so viele Gegentore fressen und dass dieser vielbeschworene Aufschwung eigentlich gar keiner ist. Wobei man da auch festhalten muss, das Spiel nächsten Samstag gegen Nürnberg ist komplett ausverkauft, schon jetzt, also schon letzten Freitag war es, glaube ich, komplett ausverkauft. Da wird richtig Stimmung sein. Also dieser Hitzeffekt, den gibt es halt, auch wenn man den in der Tabelle nicht wiederfindet, aber zumindest in der Stimmung unter den Fans gibt es den halt. Ja, dem würde ich mich schon auch anschließen. Also bis vor diesem ekelhaften 0-3 jetzt in Frankfurt habe ich eigentlich auch gedacht, es ist jetzt nicht alles gut und es ist auch noch viel zu tun, aber man hat gegen Dortmund ein wirklich okayes Spiel abgeliefert und hätte vielleicht einen Punkt verdient gehabt, muss man einfach so sagen. Gegen Hoffenheim hat man sich diesen Punkt erkämpft. Das war für mich auch ganz, ganz wichtig, dass man zu Hause nicht verliert gegen Hoffenheim. Und das Spiel gegen Frankfurt, ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass der VfB da was holt. Aber nach diesen ersten 45 Minuten, ja, jetzt lassen wir einfach mal das Tor dahingestellt, habe ich eigentlich schon gehofft, dass vielleicht noch was geht. Also dass wir irgendwie selbst nach dem 0-1 dann trotzdem noch ein Tor schießen und einfach einen Punkt da aus Frankfurt mitnehmen können. Also da gebe ich dir schon recht. Was ich noch interessant fand, du hast die neu gewonnene Standardstärke angesprochen. Da war ja auch ein ganz wichtiger Spieler Gonzalo Castro, der im schlimmsten Fall kein Spiel mehr machen wird in dieser Saison. Genau, ich glaube, also es hieß ja irgendwie jetzt 3-4 Wochen, also ich denke, dass nach den VfB-Prognosen der Medizinabteilung auszugehend, war es das halt für ihn, ne? für diese Saison, ja. Wie wertest du das? Also ist das dann diese neu gewonnene Stärke gleichzeitig dann schon wieder verpufft? Ich weiß nicht. Also er hat sich ja wirklich gemacht halt, ne, im defensiven Mittelfeld und hat dann auch gefährliche Standards geschossen. Und ja, jetzt Christian Gentner fällt hier, glaube ich, auch 1-2 Wochen aus. Das heißt, gegen Nürnberg muss man mal gucken, wer die Doppelsechs bildet. Ich würde da mal vermuten, Maskassi bei Aogo. Und danach könnte dann Gentner wieder für Aogo reinrücken. Jetzt weiß ich nicht, ob uns dann Castro so wahnsinnig fehlt, aber die Standards, die er geschossen hat, die waren natürlich dann schon besser als die, die alle anderen geschossen haben. Also ich glaube, das könnte dann schon so ein bisschen ein Minuspunkt sein. Aber grundsätzlich glaube ich, ob jetzt Castro, Aogo oder Gentner neben Ascasiba spielen, ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Markus Weinz hier Daniel Didavi aufstellen wird. Nicht als Sechser. Nein. Ich habe ein bisschen die Befürchtung. Nein. Ich erinnere aber mich an Zinsspiel. Aber den Marker halt, ne? Weil das ist ganz cool. Also sobald Daniel Didavi wieder irgendwie 5 Meter geradeaus laufen kann, ohne irgendwie eine Auszeit zu brauchen, spielt er. Also da merkt man schon, Markus Weinz hier mag Daniel Didavi. Da gebe ich dir dann schon recht. Aber ich glaube trotzdem, dass er halt dann irgendwie Gentner, wenn er wieder fit ist, spielen lässt oder Aogo. Weil ich muss gestehen, ich bin dann doch so ein kleiner Aogo-Fan, weil wenn der auf dem Platz spielt, auf dem Platz steht, dann bringt er seine Leistung. Ne? Der kriegt halt Kickernote 3 oder 4, aber der macht halt keinen Scheiß. Ne? Deswegen, also finde ich, Aogo kannst du halt immer bringen. Ja, ich glaube auch, dass du mit Aogo nicht den großen Abfall haben wirst jetzt im Vergleich zu dem, was Castro gezeigt hat. Der war jetzt gegen Frankfurt auch nicht mehr so
mittelmäßig wie er zuvor war. Ich wollte gerade gut sagen, aber so, ich glaube, richtig gut war er auch noch nicht. Also das Hannover-Spiel müssen wir einfach so ein bisschen rausrechnen. Ich glaube, da haben wir wirklich gegen einen Gegner gespielt, der eigentlich schon gar nichts mehr in der Bundesliga zu suchen hat. Und ja, auch kurz genau, Zeit ich glaube, Hannover hat ja irgendwie ein oder zwei Wochen dann später in der Länderspielpause 0-5 in Bielefeld verloren. Ja, und das sagt halt alles. Ne? Da hast du nochmal gefeiert. Ja, total, absolut. Also jetzt spielen sie gegen Schalke relativ anständig, verlieren trotzdem. Also ja. Ja, ich denke, ich glaube, also wenn du halt nicht vor Nürnberg und Hannover stehst nach 34 Spieltagen, dann hast du es halt auch absolut verdient, abzusteigen. Ich möchte noch mal ganz kurz Bezug auf diesen drei Spielen, was du meinst hier sagen. Also das wird immer ambivalenter, das Verhältnis zwischen Markus Weinziel und mir. Nach dem Hoffenheim-Spiel habe ich mir so gedacht, okay, er hat jetzt was geschafft, was eigentlich undenkbar war, wenn man den schweren Start so nochmal Revue passieren lässt, den er hier in Stuttgart gehabt hat, nämlich er hat die Mannschaft irgendwie stabil bekommen. Also auch in Situationen, wo der Gegner Druck macht, wo der Gegner eigentlich dann das zweite, dritte Tor schießen muss, bricht diese Mannschaft nicht mehr auseinander, sondern sie bleibt sozusagen intakt und hat dann auch manchmal einfach so ein bisschen Glück und kann dieses 1:1 machen. Und deswegen habe ich mich auch zu einem Tweet hinreißen lassen, da habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch, Herr Weinziel, Sie haben aus einfach einer Mannschaft, die eigentlich in der Bundesliga nichts zu suchen hat und selbst in der zweiten Liga mit dem Aufstieg wahrscheinlich nicht allzu viel zu tun gehabt hätte, eine Mannschaft gemacht, die sich wehrt und wahrscheinlich auch die Klasse halten wird. Bei der Aussage würde ich prinzipiell auch bleiben wollen. Also ich glaube, dass der VfB Platz 16 erreichen kann und dann auch in der Relegation erstmal der klare Favorit sein wird, egal gegen wen es geht. Außer wenn es vielleicht jetzt gegen Köln geht, aber das schließe ich komplett aus. Die sind ja jetzt, glaube ich, schon 5 Punkte vor Platz 2 oder so. Also das schließe ich komplett aus, dass wir gegen Köln spielen müssen. Selbst gegen Hamburg sehe ich den VfB als Favoriten. So, am liebsten wäre mir, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, ein Duell gegen St. Pauli, weil ich der Meinung bin, dass das der machbarste Gegner wäre, aber die lassen ja auch so ein bisschen abreißen, gerade was Platz 3 angeht. Also da muss ich meine Hoffnungen wahrscheinlich begraben. So, aber was ich hinaus will, ist, dass ich immer mehr jetzt das Gefühl habe, dass Markus Weinziel und der VfB, das wird nichts mehr. Ja, also ich glaube, egal wie diese Saison jetzt hier ausgeht, ob der VfB in der Liga bleibt, wann er sich rettet, ob es jetzt am 34. Spieltag ist oder dann der 36. und 37. Spieltag noch benötigt wird. Nee, Moment mal, der 35. und 36., so ist es richtig. Ich glaube, nach dieser Saison muss man da einen Schlussstrich ziehen. Ja, auch wenn ich immer gesagt habe, wenn Hitzesberger und ein möglicher Sportdirektor neuer dann der Meinung sind, Weinziel ist der richtige Mann. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Also da ist so viel verbrannte Erde, die hinterlassen wurde. Spieler, die Markus Weinziel nicht mehr mit dem Arsch angucken würden. Ich glaube auch, dass Markus Weinziel viele Spieler nicht mehr mit dem Arsch angucken wird. Und ich glaube, das Thema ist ja einfach durch. Also das ist das, was ich aus diesen letzten drei Spielen mitnehme. Weinziel hat die Mannschaft zweckmäßig jetzt irgendwie in den Griff bekommen. Man bricht nicht komplett weg, aber eine Liebesgeschichte wird das, glaube ich, nicht mehr mit Weinziel und dem VfB. Ja, nee, das ist ja das Ding. Also das ist ja so das grundsätzliche Problem. Ne? Normalerweise würdest du ja sagen, hey, der Trainer, der entwickelt was und lasst ihm Zeit und so. Aber ja, das ist halt weder bei Taifun Korkut der Fall gewesen, noch bei Markus Weinziel. Ne? Also die zwei entwickeln meiner Meinung nach gar nichts. Ne? Also jetzt Markus Weinziel versucht irgendwie in der Liga zu bleiben, was ja auch völlig okay ist. Jetzt für Spieler wie Borna Sosa, Pablo Maffeo, Tassos Donis, Shadrack Akolo, da würde dann ja nur die Chance bestehen, dass man sagt, hey, der VfB bleibt drin und dann gibt's halt nach der Saison einen Reset und dann geht's wieder von vorne los. Aber ich glaube da halt nicht so wirklich dran und das ist halt dann die Sache. Ne? Also entweder sagst du, okay, Markus Weinziel ist nicht der Richtige oder Shadrack Akolo, Pablo Maffeo, Tassos Donis, Shadrack Akolo, Holger Badstuber und noch irgendwie und Erik Tommy sind nicht die richtigen und die müssen wir alle irgendwie rausschmeißen. Also ja, das ist, finde ich schwierig, ne? Vor allen Dingen, weil unser Trainer ja irgendwie auch nicht wirklich erklärt, warum die Spieler außen vor sind, weil dieses hat gut trainiert, aber das glaubt ihm keiner. Also warum spielt Shadrack Akolo nicht mehr? Ne? Der hat zuletzt gespielt, das war der Heimsieg gegen Berlin am 15. Spieltag, da hat er gespielt, ja. Und seitdem glaube ich gar nicht mehr. Ne? Also was ist mit dem? Der war ja bisher immer völlig untadelig. Ich glaube nicht, dass der schlecht trainiert. Also er ist ja offensiv definitiv eine Option. Der hat ja letztes
Der hat 5 Tore geschossen in der letzten Saison. Ne? Also 5 Tore, die uns jetzt fehlen. Ich meine, wir haben 26 geschossen. Also die fehlen uns halt einfach. Warum spielt er keine Rolle mehr? Und Markus Weinzierl erklärt es halt nicht. Ne? Wenn der sagen würde, hey, weiß ich nicht, der war in der Mannschaftskabine auf dem Klo und hat nicht gespült oder was weiß ich. Ne? Also ich finde keine Erklärung. Warum spielt Shadar Kakolo nicht mehr? Warum spielen die anderen keine Rolle mehr? Erik Tommy war in der letzten Rückrunde ein Leistungsträger. Warum spielt er nicht mehr? Warum spielt Tassos Donis nicht mehr? Das sind halt zu viele Spieler, als dass es halt irgendwie ein Zufall wäre. Und das ist halt schon dem Trainer geschuldet. Und wenn er damit die Klasse hält, dann okay. Aber ja, es ist halt schwierig. Und es ist vor allen Dingen kein, wie sagt man so schön, nachhaltiges Konzept, dass er da fährt. Da gebe ich dir recht. Zu Akolo hat sich Weinzierl ja, wann war das, zu Beginn des Jahres mal geäußert und meinte, ja, der hat Potenzial, ja, kann aber noch mehr leisten und muss auch noch mehr auf den Platz bringen und auch ein Training mehr bringen. Also ihm wurde so ein bisschen Faulheit unterstellt von Markus Weinzierl. War auch damals für mich ein Grund, dass ich gesagt habe, also irgendwo ist dann mal gut, ja. Also es kann nicht sein, dass jeder Spieler hier von Weinzierl immer öffentlich so kritisiert wird, weil du diese Spieler einfach dann, also aus meiner Sicht zu sehr verbrennst auch. Also das ist, sowas klärst du intern. Ja, also wenn vor allem, weil wir mit Akolo und Tommy jetzt 2 Spiele haben, die ja sich in der Vergangenheit beim VfB wirklich als tadellos ausgezeichnet haben, ne? Also die immer irgendwie Einsatz gezeigt haben und ja, also ich. Also vom Einsatz kann ich dir nichts vorwerfen, da gebe ich dir absolut recht. Ich erinnere daran, dass wir mit Shadrach Akolo hier einen Spieler hatten, der in der Rückrunde 2017, 2018 sich den Ball in der 90. Minute geschnappt hat und gegen Bayern einen Elfmeter schießen wollte beim Stand von 0-1. Also ja, dass und der Mann gegen, genau, und der im Heimspiel gegen Köln hat in der 93. den Siegtreffer erzielt. Ja. Ne? Also natürlich kann es Gründe geben, warum der halt nicht mehr spielt, aber dass er halt so komplett außen vor ist, ne, das verstehe ich nicht. Vor allen Dingen, wenn du halt siehst, dass es halt in der Offensive beim VfB einfach nicht funktioniert. Ne? Also jetzt in Frankfurt siehst du es ja wieder. Du kannst halt Gonzales nicht als einzigen Stürmer da vorne hinstellen. Der zerschellt halt an den Innenverteidigern jedes Bundesligisten, weil ihm halt einfach dann die Physis fehlt. Der ist halt nicht clever genug, um die nötigen Freischüsse zu ziehen. Und Gomez sitzt halt dann die ganze Zeit auf der Bank. Also das passt halt alles nicht. Und du hast halt noch Optionen, dass du sagst, hey, wir spielen halt mal völlig irre mit Akolo und Donis und so weiter. Nee, du spielst halt immer mit Gonzales oder Gomez und beides funktioniert halt nicht. Ne? Und das verstehe ich halt nicht, warum halt dann der Trainer einfach nicht die Option nutzt, die er einfach, die ihm zur Verfügung stehen. Weil du es gerade ansprichst, die Frage ist halt nur, wen hätte er jetzt anstelle von Akolo nicht nur draußen, sondern auch aus dem 18er-Kader streichen sollen? Das ist immer das so, wo ich jetzt gerade durchgegangen bin. Keine Frage, ja. Es ist schwierig, also du hast jetzt noch auf der Bank sitzen. Ja gut, wenn du jetzt eh nicht die Absicht hast, Tommy zu bringen, dann kannst du den halt aus dem Kader streichen, ne? Dann bringst du halt Akolo für Tommy in den Kader. Ja, klar, das ist dann das Ding, aber dann reden wir wahrscheinlich über Tommy, warum der nicht im Natürlich, Kader steht. Natürlich, keine Frage, ja. Wobei der spielt ja auch nicht mehr, ne? Also diese Verknappung auf irgendwie 13 Leute ist ja total cool. Wenn es funktioniert, wie unter Korkut in der vergangenen Saison, dann sagt jeder, hey, ja, total geil, irgendwie Wagenburg-Mentalität und die brennen und das klappt halt völlig, aber derzeit klappt halt einfach gar nichts, ne? Und er lässt sich halt überhaupt keine Chancen und ich würde mir jetzt wünschen, gegen Nürnberg halt dann echt mal mit 2 Stürmern zu spielen, dann soll er halt mal wirklich Gomez und Gonzales bringen, weil ich glaube, Gonzales hat jetzt hinreichend bewiesen, dass er halt als einziger Stürmer nicht funktioniert, sondern halt besser irgendwie so als Satellit um einen großen Stürmer herum, der halt Räume reißt, das könnte funktionieren. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob Weinzierl irgendwie umdenkt und dann halt sein System mal so ein bisschen zumindest ändert, wenn du zu Hause gegen Nürnberg spielst. Aber vermutlich stürmt dann halt einfach nur Gomez für Gonzales und alles bleibt, wie es war. Auch wenn ich jetzt hier gerade nochmal durchgehe, wer jetzt am Sonntag nicht im Kader stand, da fällt auch wieder das auf, oder man könnte da was hineininterpretieren, nämlich es hieß ja immer wieder in Augsburg und dann auch auf Schalke, dass Weinzierl gerade mit ausländischen Spielern
nicht so gut kommunizieren kann. Also letzten Endes, entweder du verstehst, was ich von dir verlange, oder du hast halt Pech. Also er nimmt sich da jetzt nicht nochmal extra Zeit für Spieler, die die Sprache nicht so gut sprechen. Und da haben wir ja halt einfach gerade die Problemkinder mit Maffeo, mit Sosa, mit Akolo, die da nicht dabei sind. Und wenn man so auf die Bank guckt, die Davia, Ogo, Gomez, Baumgartel, Tommy, das sind halt alles Spieler, die fließend Deutsch sprechen. Also ich möchte jetzt hier Markus Weinzierl keinen Rassismus unterstellen oder sowas, um Gottes Willen. Es geht einfach nur darum, dass ihm halt einfach so ein bisschen der Ruf voreilt, dass, oder vorauseilt, dass er ja jetzt sich da nicht so viel Mühe gibt, mit fremdsprachigen Spielern ja irgendwie einen Weg zu finden, wie man gut miteinander kommunizieren kann. Das soll vor allem in Augsburg bei französisch sprechenden Spielern ein ganz, ganz großes Problem gewesen sein. Also die Macher sozusagen in Augsburg, allen voran Stefan Reuter, waren überzeugt von dem einen oder anderen französisch sprechenden Spieler, aber Weinzierl hat den halt einfach nicht erreicht, weil er die Sprache nicht perfekt konnte oder vielleicht auch gar nicht. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie gut Markus Weinzierl französisch damals auf dem Gymnasium gepaukt hat, aber ja, also irgendwie wird da schon ein Schuh draus aus dem, was ich da so im Vorfeld mitbekommen habe und so ein bisschen auch meine Befürchtung, die ich hatte, als ich gehört habe, Markus Weinzierl wird hier Trainer beim VfB, bestätigen sich da leicht, muss ich sagen. Aber vielleicht ja, bringt es dann trotzdem letzten Endes noch irgendwas, das dazu führt, dass der VfB nicht absteigt. Aber schwierig aktuell, wirklich, muss ich leider Gottes so sagen. So, dann habe ich ja als Programmpunkt, Sebastian, aber den überspringen wir, glaube ich, heute, Tabellenrechner. Ich glaube, das machen wir nächste Woche, denn das dauert eine Weile, wenn man 7 Spieltage durchtippen muss. Ja, machen wir nächste Woche, weil jetzt müssen wir ja wissen, ob wir gegen Nürnberg gewinnen oder verlieren, weil dann, ich glaube, nach dem Spieltag kann man dann relativ gut dann abschätzen, was da Phase ist, weil wenn der VfB jetzt gegen Nürnberg gewinnen sollte, was wir ja alle hoffen und von dem wir fest ausgehen, dann jetzt sind es 7 Punkte. Ja. Also ich glaube, da müssen wir nach hinten wahrscheinlich nicht mehr gucken, es sei denn, Hannover gewinnt. Tabellenrechner nächste Woche. Interessant wird es halt wirklich nur, wenn wir gegen Nürnberg verlieren, weil dann ist halt noch ein Punkt. Also dann wird's geil wäre halt, Hannover gewinnt und Nürnberg gewinnt. Oh, dann hat Hannover 17, Nürnberg hat 19 und wir haben 20. Dann wird's nochmal eine richtig heiße Kiste. Aber ich stelle bei mir fest, was ich auch bei vielen anderen VfB-Fans feststelle, der Optimismus schwindet so langsam und es macht sich so ein Fatalismus breit, ne, dass man sagt, hey, also wenn wir jetzt gegen Nürnberg nicht gewinnen, ja, dann haben wir es halt auch einfach verdient abzusteigen. Ne? Wir haben irgendwie vor und während der Saison 40 Millionen für Neuzugänge ausgegeben, ja, und wir schaffen es nicht, Nürnberg irgendwie und Hannover im Griff zu halten, die wahrscheinlich einen Etat haben, der so groß ist wie unsere Ausgaben, dann ist es halt auch so. Ne? Dann spielen wir halt nächste Saison wieder gegen Sandhausen, falls sie nicht absteigen. Aber man muss auch sagen, der VfB steuert dagegen mit allen Mitteln, denn es wurde ja ein neuer Trainer verpflichtet am heutigen Tag, beziehungsweise es wurde noch nicht bekannt gegeben, sondern ich glaube, der SWR hat es. Obwohl, jetzt fällt es mir gerade ein, wenn der SWR sowas behauptet, muss man auch mal vorsichtig sein. Seit der Winterpause. Aber er hat zumindest gesagt, dass Frank Stäbler, Ringer, Olympiasieger, den VfB im Trainerteam ja einfach so ein bisschen zur Hand gehen wird und vor allem für Mentalität und Zweikampfverhalten ja einfach nochmal neue Akzente setzen soll. Ich finde die Herangehensweise gar nicht so doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss kurz ein, das war kein April-Scherz. Oh. Ich weiß es nicht. Oh, ja, das kann natürlich fast sein, wa? Du, ich bin heute Morgen auf einen April-Scherz reingefallen, weil der Gin-Star, also die halt die Gin-Marke aus Stuttgart, die halt den VfB auch mit Gin versorgt, heute Morgen auf Instagram halt irgendwie ihre neue Edition gelauncht hat, und das war halt irgendwie dann der Gin-Star für FC Bayern München, und da war ich auch kurz empört und dann guckte ich auf den Kalender und dachte, hey, heute ist der 1. April, das ist wahrscheinlich ein April-Scherz. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie real der Frank Stäbler ist. Ja, ich meine, ich kann ja mal eine Aussage von ihm kurz hier vorlesen. Ich glaube, dann wissen wir ungefähr, wie real das ist. Ja, okay, sag mal. Ich greife immer nach den Sternen. Ich will nächstes Jahr mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister werden. Die Bayern sollen sich richtig warm anziehen. Wir werden kommen. Das ist ein April-Scherz. Oh Mann, Scheiße. Dabei, ich sagte trotzdem, was ich sagen wollte. Denn ich finde die Herangehensweise, dass man jemanden wie Frank Stäbler, praktisch einen Ringer, mit dazu nimmt, um mentalitätsmäßig irgendwie was zu machen, finde ich gar nicht so dumm, ob jetzt der Stäbler der Richtige gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Aber diese Kopfsache, die finde ich,
die kann man eigentlich durch die komplette Saison mitverfolgen beim VfB. Fast jeder Spieler ist sich für sich selber sicher, dass er eigentlich viel besser sein müsste als das, was er aktuell zeigt. Da bin ich mir sicher. Aber man merkt immer wieder, wie so Prozesse in Gang geraten beim VfB insgesamt, bei der ganzen Mannschaft. Das überträgt sich fast schon wie so ein Virus, dass wenn mal was nicht so gut läuft, dass der dann um sich greift und alle irgendwie ja, Mut verlieren, Laufbereitschaft verlieren, Gedanken verloren, fast schon auf dem Platz da rumstolpern und einfach nicht mehr das bringen, was du einfach von einem Bundesliga-Profi erwartest. Und ich führe das wirklich auf mentale Schwächen zurück. Und da wäre die Überlegung, ja, mit einem geeigneten Mentalcoach, ich meine jetzt nicht mit so einem Vogel, der sagt, hier lauf mal über Glasscheiben oder so, sondern wirklich, es gibt ja wirklich genügend psychologische Ansätze, die man da wählen kann, um mit Spielern, die einfach den Glauben an sich verloren haben, zu arbeiten, den finde ich gar nicht so dumm. Also deswegen hätte ich das jetzt gar nicht so abwegig gefunden, wenn man da Frank Stäbler irgendwie ja mit ins Boot holt und das ein oder andere mit ihm vielleicht macht und mit der Mannschaft. Ja, also so ganz, ganz abwegig finde ich die Idee nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, absolut nicht. Ich meine, ja, wenn man, das ist das grundsätzliche Thema, ne? Der Kader in dieser Saison ist halt definitiv nicht schlechter als der aus der letzten Saison. Da sind wir Siebter geworden. Und jetzt ja, kämpfen wir darum, nicht direkt abzusteigen. Und das ist natürlich auch ein absolutes Kopfproblem, wie wir es halt schon angesprochen haben. Unsere Innenverteidigung personell top. Trotzdem kriegen wir 2,85 Tore im Schnitt pro Spiel. Also das ist natürlich auch Kopfsache, ne? Warum spielen die Spieler nicht so gut wie in der letzten Hinrunde? Und wir hatten ja, oder der VfB hatte ja lange Jahre, oder naja gut, nicht lange Jahre, aber einige Jahre den Philipp Laux, den ehemaligen Torhüter von Mainz und Ersatztorhüter von Dortmund oder zumindest dort auch irgendwie Berater im Stab als Psychotherapeut, ist wahrscheinlich jetzt falsch, aber so als Berater, der ist jetzt nicht mehr da, aber natürlich ist das ganze Kopfsache, ne? Also das muss es ja sein, wenn man überlegt, wir kämpfen gerade gegen Nürnberg und Hannover gegen den direkten Abstieg. Und wenn du dann halt anguckst, was der VfB für Neuzugänge ausgegeben hat, dann kann das schlichtweg nicht sein. Also irgendwo muss das Problem sein. Entweder Michael Reschke hat komplette Vollpfosten eingekauft, was ich dann auch wiederum nicht glaube, weil er ja auch Ozan Kabak eingekauft hat. Also der weiß ja schon oder wusste ja schon, was er macht. Also sind auch Maffeo und Sosa keine kompletten Stümper. Ja, und dann liegt das Problem tatsächlich irgendwo zwischen den Ohren, sowohl bei den Neuzugängen wie auch bei den etablierten Spielern. Ja, also das glaube ich eben auch nicht, dass alles nur an Reschke jetzt festzumachen ist. Der hat mit Sicherheit Fehler gemacht bei der Kaderzusammenstellung, aber man sieht, dass er schon auch genau wusste in der Winterpause, was er will und wen er da so holt. Also man kann ihn mit Sicherheit für vieles kritisieren, aber die Verpflichtungen von Zuber, Esswein und Kabak waren gute Verpflichtungen für den VfB. Es ist schwierig. Also das ist halt echt ein Problem, wie du das aus der Mannschaft rauskriegen möchtest, diese Angst vorm Versagen. Letzten Endes ist es ja das, dass jeder Spieler so ein bisschen Angst davor hat, sich vielleicht wieder zu blamieren, dass man wieder Spiele verliert, die man vielleicht nicht verlieren muss, dass man hoch verliert, obwohl man eigentlich vielleicht gar nicht ja so weit der Musik hinterhergelaufen ist. Ähnlich kann man jetzt über das Spiel gegen Frankfurt ja auch sprechen. Also das war ja mit Sicherheit nicht zwangsweise ein 3:0, ja, gerade nach den ersten 45 Minuten. Aber die zweite Halbzeit, das war halt dann, da war der Ofen einfach aus. Spätestens nach dem 2:0 hat die Mannschaft sich wieder aufgegeben und hat nicht im geringsten daran geglaubt, jetzt hier noch ein Duseltor reinzuhauen und dann vielleicht in der 90. Minute noch das 2:2 zu machen. Ja, das passiert halt nicht bei uns, bei unseren Spielern im Kopf. Genau, und das macht ja immer so ein bisschen Angst, ne? Weil das war in der Hinrunde das Gleiche, ne? Da spielst du halt in Sinsheim und hält sich die erste Halbzeit schadlos, obwohl du halt 10-11 spielst und dann kriegst du halt dann völlig auf die Fresse halt, ne? Und gehst dann noch 0:4 unter. Und das Gleiche war auch gegen in Leverkusen, wurde auch in der ersten Halbzeit ganz gut aussiehst und dann trotzdem halt irgendwie in kurzer Zeit irgendwie 2 Tore kriegst. Und ja, das ist halt so das Problem, ne? Diese Entwicklung und dieser Aufschwung, den uns alle einreden und den wir uns wahrscheinlich auch ein Stück weit selber einreden, den gibt's halt schlichtweg nicht, ne? Also der VfB spielt in der Rückrunde genauso beschissen wie in der Hinrunde. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Und das lässt
einen dann auch nur noch schwerlich irgendwie an Platz 15 glauben. Also ich denke, wir können wirklich froh sein, wenn wir Platz 16 erreichen und dann spielen wir Relegation, im schlimmsten Fall gegen Union Berlin oder St. Pauli und im besten Fall gegen, weiß ich nicht, Heidenheim oder Kiel oder so. Ja, und wenn du es dann halt in zwei Spielen nicht schaffst, gegen die zu gewinnen, dann bist du halt auch in der zweiten Liga wirklich besser aufgehoben. Ja, ich glaube, das Spiel gegen Hannover, das 5-0, hat über vieles hinweggetäuscht. Also absolut, ja. Das war, glaube ich, so das Hauptproblem. Der Sieg zu Hause vor ausverkauftem Publikum gegen Hannover war der einzige Sieg in den letzten 12 Spielen. Ne? Also mehr muss man nicht sagen. Es ist einfach verheerend. Ja, ich gucke gerade. Aktuell sind, warte, ich muss noch mal ein bisschen weiter aufklappen hier die Tabelle. Aktuell sind um Platz 3 in der zweiten Liga Union, Paderborn, St. Pauli und ich denke, man kann Heidenheim da noch mit dazu zählen im Rennen. Und Kiel. Ja, die haben 42 Punkte. Ja, die haben 42 und Heidenheim hat 43. Aber also wenn wir Heidenheim nennen, müssen wir noch Kiel nennen. Okay. Ja, aber ich fände halt, ne, irgendwie Paderborn hätte was Nostalgisches, ne? Irgendwie Paderborn-Relegation wäre geil. Heidenheim wäre geil, irgendwie zwei Heimspiele zu haben. Das stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also Heidenheim würde ich feiern. Irgendwie Relegation gegen Heidenheim finde ich ganz großartig. Aber erinnere dich an die zwei Spiele gegen Heidenheim in der zweiten. Gar nicht. Es waren enge Dinger. Also. Ja, natürlich. Ja. Ich will ja gegen eine Mannschaft spielen, die. Also ich glaube sogar, dass es wirklich gegen den HSV auch nicht leichter, das ist zu viel gesagt, aber die haben auch ein anderes Selbstverständnis gegen den VfB. Ich kann mir halt vorstellen, dass du dadurch, dass wir zuerst zu Hause spielen, einfach das Problem haben, da kannst du noch nicht all in gehen. Ja, du kannst nicht zu Hause sagen, Scheuklappen runter, wir knallen jetzt hier, was weiß ich, Berlin aus dem Stadion. Du musst aufpassen, dass du kein Gegentor fängst. So. Das heißt, im besten Fall gewinnst du da so ein Spiel 1-0. Das, glaube ich, wäre ein gutes Ergebnis. Ja. Und dann auswärts mit so einem 1-0 und dann fängst du dir vielleicht eine Kiste. Oh, das ist so ekelhaft. Da will ich lieber gegen eine Mannschaft spielen, die auch in Stuttgart gewinnen will und sich nicht nur denkt, möglichst. Ja, absolut, klar. Ja. Ja, oder du spielst halt zu Hause irgendwie dann sogar nur 0-0 oder so. Boah, das ganz verheeren. Nee, also ich glaube, da müssen alle VfB-Fans gute Nerven haben, weil es deutet halt alles wirklich auf die Relegation hin. Und in der zweiten Liga warten halt echt nur ekelhafte Gegner. Ne? Also da sind Union Berlin, vielleicht noch Hamburg und St. Pauli, dann noch die renommiertesten, aber sonst kommen halt echt Paderborn oder Heidenheim und das wird halt echt richtig, richtig eklig halt. Ne? Und klar ist auch, wenn man das dann in der Relegation nicht schafft, blamiert man sich bis auf die Knochen. Aber das, aber die Ausgangslage hat man sich halt auch wirklich hart erarbeitet über 27 oder dann hinterher über 34 Spieltage. So, dann kommen wir zur Frage der Woche, die wir natürlich auch noch unterbringen müssen. Wir haben gefragt, welches der folgenden Talente trägt in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot des VfB Stuttgart? Zur Auswahl standen Pablo Maffeo, Borna Sosa, Anastasios Donis und Nicolas Gonzalez. Man muss ehrlich sein, den Gonzalez haben wir nur mit dazu genommen, damit es 4 ergibt. Also wir waren uns schon relativ klar, dass Nicolas Gonzalez wahrscheinlich beim VfB bleiben wird. Das Abstimmungsergebnis war dann doch relativ eindeutig. 54% sind der Meinung, dass Maffeo definitiv im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, nicht mehr das Trikot des VfB tragen wird. Dann kommt Tassos Donis auf Platz 2 mit 36%, Borna Sosa mit 9% auf Platz 3 und der gerade schon angesprochene Nicolas Gonzalez hat immer noch 1% bekommen. Da hat sich wahrscheinlich jemand verdrückt, hat die Frage nicht richtig gelesen oder so. Ich finde aber die Diskussion, warum ich die Frage in den Raum geworfen habe, finde ich eigentlich deswegen interessant, weil man sich schon Gedanken machen sollte, wie geht das jetzt hier weiter? Egal, ob Abstieg oder nicht. Natürlich, wenn wir absteigen, dann gibt es nochmal eine neue Dynamik. Gerade auch bei Spielern, die man mit Sicherheit in der Bundesliga, wenn wir da bleiben würden, definitiv halten könnte. Aber ich bin wirklich gespannt, oder anders gefragt, jetzt mal dich gefragt, was glaubst denn du, wer von diesen jungen Talenten überhaupt noch Bock hat, hier beim VfB zu spielen nach diesem Katastrophenjahr? Jo, das kommt natürlich auch relativ stark drauf an, wer in der nächsten Saison noch Trainer ist. Ne? Aber ich könnte mir auch vorstellen, und das halte ich noch Markus Weinzierl zugute, dass es nach der Saison, egal wie sie ausgeht und falls er bleiben sollte, einen Neustart gibt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Borna Sosa und Pablo Maffeo in dieser Saison oder großartig Einsatzzeiten bekommen. Ich denke, der Zug ist abgefahren, das Tischtuch ist zerschnitten. Aber nach der Saison, wenn man sagt, hey, jetzt alles auf Null und wir starten neu in
Liga 1 oder 2. Und die 2 kommen dann wieder zum Zug. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, aber schwierig. Also, und ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die 2 in der Saison noch irgendeine Rolle spielen. Also die Gretchenfrage wird definitiv sein, ob Weinzierl erstens mal, ob der überhaupt bleibt, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn er bleibt, kann es dann nochmal so einen Neustart geben mit Sosa, Donis, Maffeo. Also es müsste ja mit diesen 3 Spielern definitiv dann Gespräche geben, auch mit Holger Badstuber. Da habe ich jetzt gelesen, man findet keinen Abnehmer für ihn, weil er natürlich auch beim VfB einen ganz guten Vertrag bekommen hat. Ja, genau, sauber verdient, ja. Ja, also der wird wahrscheinlich auch bleiben. Mit dem müsste man dann mit Sicherheit auch nochmal sprechen, wie das jetzt sich in Zukunft gestaltet hier beim VfB Stuttgart. Das ist halt für mich so die Frage und da bin ich mir nicht sicher, ob Markus Weinzierl der Typ ist, der sagt, okay Leute, das war die schwierige Saison, die haben wir hinter uns gebracht, jetzt geht's weiter. Ich glaube da nicht so ganz dran. Ja, mir fällt es auch schwer zu glauben, dass er über seinen Schatten springt. Also wie ich schon mal angesprochen habe, also er, für mich ist er echt so der gelernte Lehrer halt, ne? Und wenn da halt irgendwie ein Schüler irgendwie außen vor ist oder unten durch, dann wird es wahnsinnig schwer, den wieder einzugliedern. Ja, und das Gefühl habe ich halt, also sowohl bei Maffeo wie auch bei Sosa und bei Donis. Also so richtig, ja, tue ich mich da schwer, denen noch eine große Zukunft vom VfB zuzusprechen. Lass uns nochmal ganz kurz bei dem Szenario bleiben. Der VfB Stuttgart steigt ab. Da ist natürlich die große Frage, insgesamt so, was den Kader angeht. Wer will weg, wer soll dann weg? Also wer soll weg, kann man mit Sicherheit auch darüber sprechen, wenn wir die Liga halten. Aber gibt es da von deinem Gefühl her Spieler, die du sofort als Streichkandidaten ansiehst, wenn der VfB absteigen würde? Boah, schwierig, ne? Also jetzt, wir können immer den Kader durchgehen. Ja, genau, nimm mal an, der VfB steigt ab. So. Geht der Zieler in Liga 2? Ich würde sagen, nö. Pavard ist sowieso weg. Die anderen beiden müssen wir auch noch mit reinnehmen, Gral und Meier. Ich kann mir vorstellen, dass einer von den beiden dann auch noch geht. Also, ich glaube, Jens Gral geht nicht. Dann nee. Kann er halt nicht mehr nur gute Stimmung in der Kabine machen, sondern muss halt auch mal ins Tor sich reinstellen. Dann ist Jens Gral unser Torhüter und der Alex Meier wird zweiter Keeper. Also Gral ist im Tor. Also wenn Zieler geht, bin ich mir sicher, dass wir einen neuen Torhüter verpflichten. Natürlich. Also, Gral wird nicht unser erster Torhüter werden, nein, auch nicht in der zweiten Liga. Ja. Also das finde ich immer so ein bisschen komisch, ne? Also da wird immer gesagt, hey, der ist so wichtig für die Stimmung und so wichtig fürs Klima und der macht so gute Stimmung. Sag ich, ja, aber dafür ist das Maskottchen da, ne? Also und der Moischi. Ja, oder der Moischi, aber nicht der zweite Keeper. Der muss halt dem ersten Keeper Druck machen und genauso gut halten wie der. Ja, also genau. Das heißt, also wenn wir absteigen, gibt's einen neuen Torwart. In der Innenverteidigung, Pavard ist weg. Kabak ist definitiv weg. Und Moment, ist wahrscheinlich. Kabak, glaubst du, wenn wir absteigen, dann wird diese Klausel definitiv gezogen? Die ist ja, habe ich heute erst davon gehört. Also das ist schon eine ältere Meldung, glaube vom 20. März gewesen. Aber ich habe das nicht mitbekommen. Es gibt, falls ihr das auch nicht mitbekommen habt, im Vertrag von Ozan Kabak die Klausel, dass wenn der VfB absteigt, ja, kann er den Verein verlassen für eine festgeschriebene Ablöse, die aber deutlich höher als die 12 Millionen sind, die der VfB für ihn bezahlt hat. Also du glaubst, der geht dann auf jeden Fall. Ja, absolut. Also ich habe von der Klausel wusste ich ehrlicherweise auch nichts, aber ich meine, seit er da ist, spielt er halt richtig, richtig gut, ist torgefährlich, räumt hinten ab, der ist sofort wieder weg. Kempf glaube ich auch nicht, dass der mitgeht, da wird es auch Abnehmer geben, so weiß ich nicht, Kragenweite, Bremen oder Wolfsburg oder sonst was. Den kann ich mir Timo selbst Baumgartel, in Dortmund auch so vorstellen. Timo Baumgartel bleibt und ist Abwehrchef. Bist du dir sicher? Ich bin mir nicht sicher. Bei Timo Baumgartel. Geht auch zu Leipzig oder so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht warum. Timo Baumgartel sehe den irgendwie schon, eigentlich nach der Aufstiegssaison gab es doch mal das Gerücht, dass, glaube ich, Leipzig ihn verpflichten wollte, oder? Ich meine, es kann auch sein, dass der halt endgültig dann die Schnauze voll hat vom VfB und sagt, hey, jetzt bin ich einmal runter und wieder hoch und jetzt spiele ich nicht und hey, jetzt lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt halt irgendwo hin, wo was vorwärts geht. Also, nee, aber ich glaube schon, also grundsätzlich könnte dem VfB im Falle des Abstiegs einen ziemlich krasser Ausverkauf drohen, der weitaus schlimmer ist als der, den wir dann 2016 erlebt haben. Bei Beck würde ich sagen, Vertrag nicht verlängern. Also im Falle des Abstiegs, ich habe jetzt heute gelesen, die Gespräche wurden sowieso auf Eis gelegt zwischen dem VfB und Andy Beck.
Und er hat auch schon angedeutet, er könnte sich nochmal ein Engagement im Ausland vorstellen. Also es klingt jetzt nicht unbedingt so, dass Beck ganz weit vorne steht bei der auf der Prioritätenliste der ich sag mal so, nicht ganz so geliebten VfB-Spieler, deren Vertrag ausläuft. Also da gibt's ja noch Aogo und Gentner. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Aber ich sag schon, dass wenn du hier absteigst, obwohl andererseits bist du vielleicht froh, wenn du so jemanden hast wie Andy Beck mit der Erfahrung. Also ich würde sagen, wenn der VfB absteigt, Andreas Beck verlängern. Alter, okay. Der macht 34 Spiele in Liga 2 und kriegt durchschnittlich 2,5. Also gar keine Frage. Der musste halten. Also vor allen Dingen, weil dann wahrscheinlich mal Feo irgendwo anders hin wechselt oder sonst wohin geht. Im Fall des Abstiegs, Beck, Aogo, Gentner, alle verlängern. Und Bart Stubber? Was machen wir mit dem? Zweite Liga, macht er das? Boah, nicht zu den Konditionen auf jeden Fall. Ne? Nee. Okay, nee, also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das Baumgartl bleibt, dann daneben halt irgendwie einen ganz jungen Innenverteidiger hochziehen, klar. Aidonis. Ja? Das wäre natürlich all in. Also Baumgartl und Aidonis wäre natürlich schon eine Ansage, aber dann brauchst du trotzdem nochmal irgendwie was Alternatives. Ja, aber dann brauchst du auch aber keinen Bartstuber, sondern brauchst du halt irgendwie so ein Hagui oder also irgendwie sowas, weißt du. Nee, irgendwie ja, einen, den du halt kannst. Kaminski kommt zurück. Also, stimmt, also in der zweiten Liga wäre er definitiv Stamm. Also, ja, gut, er ist auch in der ersten Liga bei Düsseldorf Stamm. Ich meine, die haben, glaube ich, 14 Punkte mehr als der VfB aktuell. Ne? Also, ja. Ja, aber wir wissen das doch. Wir wissen doch, wie das läuft. Ich hab schon mal gesagt, der abgerechnet wird im zweiten Jahr. Das wissen wir doch jetzt spätestens bei uns. Und ich sagte jetzt schon, also wenn Düsseldorf nächste Saison mehr als 35 Punkte holt, ja, jetzt muss ich natürlich einen sehr geringen Wetteinsatz bringen, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, die schmieren ab. Wird für Düsseldorf schwierig halt, ne? Aber ich meine, die haben ja echt die Saison gezeigt, ne? Wenn halt irgendwie alles passt, dann ist der Kader halt irgendwie gar nicht so wichtig und dann kannst du halt auch mit einer Truppe von Aussortierten bei anderen Mannschaften ja relativ gut performen halt, ne? Aber bei Kaminski wussten wir ja eigentlich auch immer alle schon, dass das ein Spieler ist, den willst du nicht verkaufen, den willst du vielleicht verleihen, weil er eigentlich jetzt ist kein Schlechter. Also das war uns ja eigentlich schon klar, dass das der richtige Weg ist, Kaminski zu verleihen und nicht zu verkaufen. Ja, absolut, klar. Ja, also das ist, glaube ich, auch einer, der würde mit in die zweite Liga gehen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Außer es gibt ein unmoralisches Angebot von Düsseldorf oder so, was der VfB nicht ablehnen kann. Aber also in der Innenverteidigung, da droht uns wirklich so ein großer Aderlass, da gebe ich dir absolut recht, vielleicht kann man den Kempf noch dann irgendwie vertraglich zwingen, hier in Stuttgart zu bleiben, weil ich glaube, die meisten Spieler, so hat es Michael Reschke mal gesagt, haben ja Verträge, die auch für die zweite Liga gelten und sich dann auch anpassen, was das Gehalt angeht. Ja, aber ob dann halt ein Kämpfer irgendwie nur noch die Hälfte verdienen möchte, wenn dann halt irgendwie ein Verein wie, ja, wieder dann irgendwie Leverkusen, Gladbach, sonst irgendwie Wolfsburg, Bremen anklopft und ihm halt gutes Geld zahlt. Ich glaube eher nicht halt. Ne? Also da müssen wir uns mal abfinden. Also wenn der VfB wirklich absteigt, dann gibt es einen radikalen Umbruch. Also in der Innenverteidigung sowieso, im Mittelfeld vielleicht nicht ganz so. Dann gehen wir mal das Mittelfeld durch. Akolo würde ich behalten in der zweiten Liga. Ja, und der bleibt wahrscheinlich auch, weil er es kennt. Aogo, hast du gesagt, muss bleiben? Aogo muss bleiben in der zweiten Liga, auf jeden Fall. Ich denke, Askasi wird dann weg sein halt. Ne? Also es sei denn, er hat ein ganz, ganz großes Herz für Stuttgart. Aber ansonsten wird es da viele Vereine finden, die ihn für viel, viel Geld kaufen und ihm viel, viel Geld zahlen werden. Castro wird wahrscheinlich gehen, oder? Obwohl, der verdient so gut. Der verdient gut und niemand will ihn. Der bleibt. Didavi? Auch den wird niemand wollen, ne? Ja, aber der könnte in der zweiten Liga Gold wert sein. Also da natürlich, ja, da könnte, ja, so Spieler. Ja, natürlich, aber oder er sitzt halt 30 Spieltage irgendwie rekonvaleszent auf der Tribüne. Weiß aber du halt. Könntest, der könnte auch nicht jetzt nochmal gehen, nachdem er abgestiegen ist mit dem VfB. Der könnte nie wieder nach Stuttgart kommen. Also wenn er jetzt wieder geht. Diesmal will ihn halt auch niemand. Ne? Das ist halt irgendwie das Ding. Zuber ist dann zurück in Hoffenheim, obwohl ihn dann dort niemand mehr will. Zuber, wichtig, muss ich ganz kurz dich was fragen. Da habe ich jetzt ein paar Mal gehört, dass viele Fans hoffnungsfroh sind nach der Aktion, die Zuber ja, als er gefeiert hat, vorm Hoffenheim-Fanblock, wie man es nennt, dass er jetzt vielleicht beim VfB bleiben könnte. Ich bin mir nicht ganz so sicher, dass selbst beim Klassenverbleib Zuber wirklich hier in Stuttgart bleiben wird, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass er zu einem anderen Verein geht.
also Hoffenheim schon verlässt, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt beim VfB landen wird, oder? Ja, also vor allem, wenn der VfB absteigt, dann scheint es eher unwahrscheinlich zu sein. Ne? Dass der, ja. Dass Steven Zuber, S-Wein, ich meine, bevor der halt irgendwie für Hertha in der dritten oder vierten Liga kickt, spielt er lieber für den VfB in der zweiten. Also der bleibt, also und in der zweiten Liga wäre das ja auch ein absoluter Gewinn. Ja, Gentner hast du auch schon beantwortet, muss bleiben. Kopacz wäre, glaube ich, auch interessant, den dann mal, jetzt vielleicht nicht, der wird nicht direkt in der ersten Mannschaft stehen, aber so im erweiterten Kader könnte ich mir den dann auch in der zweiten Liga ganz gut vorstellen. Ich meine, man würde halt gerne mal sehen, wie der aussieht, wenn er halt gegen Ball tritt. Ne? Das haben wir jetzt die ganze Saison noch nicht gesehen. Mhm. Ich habe den nur in der Vorbereitung gesehen und da hat er mir natürlich gegen einen schwachen Gegner, Reutlingen, nicht so schlecht gefallen, muss ich sagen. Also das ja. war schon ganz okay. Erik Tommy ist dann der Nächste, den ich hier auf der Liste habe. Bleibt. Ich bin mir nicht sicher, ob der die Schnauze voll hat hier nach der Nummer. Das ist ja das Ding, ne? Der klar. Ja, es war schon heftig, glaube ich, für ihn jetzt einfach so diese Watsche nach einer richtig guten Rückrunde eigentlich komplett außen vor zu sein jetzt und überhaupt keine Sonne mehr zu sehen. Das ist ja Augsburger Verhältnisse inzwischen jetzt hier für ihn. Also ja, das ist nicht schön und auch wenig diplomatisch irgendwie, ja. So, und dann haben wir natürlich vorne unsere Sorgenkinder. Ich nenne jetzt erstmal jemanden, der noch gar nicht in Erscheinung getreten ist, aber der wahrscheinlich weg sein wird, Jan Kliment. War da neulich ein Bericht, ne, in der Zeitung mit den großen mit den großen vier Buchstaben auf jeden Fall, was mit dem Clemens, ich habe es nicht gelesen, aber das klang irgendwie nicht so gut halt, ne? Also ich glaube nicht, dass der noch eine Rolle für den VfB spielen werden kann. Wobei ich sagen will, Jan Kliment in der zweiten Liga könnte ich mir als Backup schon ganz gut vorstellen. Also muss man natürlich sehen, wie schwer ist er verletzt. Ich glaube, es ist ja nicht ein einfacher Kreuzbandriss gewesen, sondern da war noch mehr kaputt. Also das weiß man auch nicht so richtig, wie das ausgeht für ihn mit Hinblick auf seine Karriere. Nico Gonzalez wird, denke ich, mal bleiben. Haben wir ja auch schon abstimmen lassen. Also es wurde demokratisch entschieden. Und Mario Gomez, glaube ich, der bleibt auch, oder? Oh, das wäre geil, ne? Mario Gomez nochmal zweite Liga, hat er noch nie gespielt. Das wäre noch was. Aber ich glaube, wenn der VfB absteigen würde, dann wird Gomez bleiben und den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Ja, glaube ich schon. Donis geht. Oder? Ja, der wird Angebote geben von irgendwem. Der wird abhauen, weil er keinen Bock mehr hat auf das, was ihn hier so erwartet hat. Ja. Gut, dann können wir uns natürlich auch noch auf Mangala freuen, der dann das Mittelfeld verstärken wird. Der wird dann auch eine ganz schöne Fresse ziehen, wenn er mit Hamburg aufsteigt und dann beim VfB ja, dann wieder zweite Liga spielen muss. Ne? Nee, aber wir bleiben ja drin, also wir spielen nächste Saison bestimmt erste Liga, weil wir uns in Relegation durchsetzen gegen wen auch immer. Kiel, Heidenheim, St. Pauli, Union Berlin, egal wer da kommt, das schaffen wir schon. Okay, Trainer ist wahrscheinlich dann sowieso weg, brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Ja, ich meine, Andi Hinkel wird jetzt ja sukzessive aufgebaut, dass er dann übernehmen kann, das passt schon. Okay, wir hoffen auf jeden Fall, dass genügend Geld da ist, um einen neuen Wiederaufstieg dann zu schaffen, sollte es so schwer kommen, denn die Verträge mit der Mercedes-Benz-Bank und mit Gazzi laufen aus, Verhandlungen laufen aktuell, aber könnten wir schon vorstellen, dass diese wichtigen Sponsoren auch erstmal abwarten werden, wie sich jetzt diese Saison letzten Endes gestaltet und dann dementsprechend nochmal nachjustieren werden, was die Bereitschaft angeht, Geld auszugeben für diesen Verein. Also bin ich mal gespannt, wie das läuft. Also es könnte. Das ist schon krass, ne? Dass irgendwie der VfB als einer der wenigen Bundesligisten Stand jetzt für die nächste Saison sowohl ohne Brust wie auch Ärmelsponsor dasteht. Jetzt kann man davon ausgehen, dass die Mercedes-Benz-Bank sich im Falle des Falles schon irgendwie breitschlagen lässt, wenn halt dann die Konzernmutter Eigner oder Anteilseigner des Vereins oder der AG ist. Also ich denke nicht, dass der VfB am ersten Spieltag nächste Saison mit blanker Brust auflaufen wird, aber es ist schon bemerkenswert, Sebastian, dass das so wenig diskutiert wird, dass man für die nächste Saison keinen einzigen Sponsor hat. Sebastian, es wird der reine Brustring zum ersten Mal wieder ohne Sponsor verschandelt. Nur mit dem leuchtenden Schriftzug von Jacko. Das können wir miterleben. Da bin ich echt gespannt. Also da gab es neulich auch einen Podcast, ich habe vergessen, wo
war so ein Sportmarketing-Podcast und da war ein Interview mit dem Marketing-Chef von Jaco und das war ganz interessant, also wie die so ins Gespräch gekommen sind, wie sie das Ganze dann irgendwie managen, wie viele Leute da im Gespräch sind und so weiter. Ja, und der grundsätzliche Gedanke, lieber irgendwie eine große Nummer bei einem lokalen Trikot oder beim lokalen Ausrüster sein, als irgendwie Nummer 118 bei einem Global Player zu sein, das macht ja schon Sinn. Also jetzt muss man wirklich gucken, was der VfB und Jaco draus machen. Aber es muss nicht unbedingt schlecht werden. Ja, das wird von Jaco eigentlich schon die ganze Zeit so kommuniziert. Und das finde ich auch gut, dass sie sagen, das ist unser Verein. Hier stecken wir letzten Endes alle Ressourcen in diesen Verein. Aber, das muss ich dir jetzt ganz kurz noch erzählen, habe ich gehört, dass ähnliche Äußerungen mal gefallen sind, als Jaco bei Hannover übernommen hat. Also, okay. Da hieß es dann auch, das ist unser neuer wichtiger Verein, bevor sie dann, glaube ich, auch Leverkusen irgendwie gewinnen konnten, war nämlich Hannover so der erste große, in Anführungsstrichen, große Verein, den Jaco bekommen hat. Und da hieß es dann auch, ja, also da werden wir jetzt alle Ressourcen reinstecken. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir hier einen großen Verein in der Bundesliga beliefern können. Und ja, der Verein muss keine Abstriche machen. Ich denke mal, da hat sich ja auch einiges geändert in den letzten Jahren und Monaten an dieser Aussage. Aber gut, vielleicht sieht's ja hier in Stuttgart dann anders aus. Gut, Sebastian, wir haben es geschafft. Wir sind wieder nicht unter einer Stunde geblieben. Es wird einfach nichts. Der Tabellenrechner hätte es auch nicht mehr rausgerissen, glaube ich, jetzt am Ende, aber egal. Den machen wir nächste Woche. Da gibt's dann auch wieder eine neue Frage der Woche. Ihr könnt uns Feedback geben auf Twitter @vfbstr und natürlich auch auf Instagram. Auch da findet ihr uns unter @vfbstr. Kommentiert unter den Folgen auch auf YouTube. Es gibt einen inzwischen eigenständigen VfBstr-Kanal, also abonniert den auf YouTube und es gibt natürlich auch den Feed auf iTunes und allen anderen Podcatchern und ihr könnt ja einfach über diese Kanäle mit uns kommunizieren, sei es durch Bewertungen oder einfach nur durch Kommentare unter dem Video oder letzten Endes als Tweet. Sebastian, ich bedanke mich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Dich findet man auch im Internet. Möchte ich natürlich hier nicht unerwähnt lassen. @butze ist dein Privataccount. Mhm. Und dann gibt es das Beste, was man also als VfB-Fan einfach lesen muss im Internet. Heute auch wieder mit einem grandiosen Artikel, alle wichtigen Zahlen zum aktuellen Schlamassel des VfB Stuttgart, nämlich @vertikalpass. Das ist, ich muss einfach so sagen, wie es ist, das beste Blog, was man zum Thema VfB Stuttgart aufrufen kann. Also schaut da mal vorbei, vertikalpass.de und wie gesagt auf Twitter @vertikalpass. Gibt's noch was ich vergessen habe? Wir könnten noch kurz, jetzt hole ich gerade, bis ich es schnell finde, noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die ist heute in einer Woche. Und zwar lädt die Fanbetreuung das Fanprojekt vom VfB Stuttgart ein. Und da geht es um die Wanderausstellung Fantastic Females. Ich sage das jetzt schon, weil wenn wir nächste Woche aufnehmen, müssen wir das wahrscheinlich am Sonntag oder am Dienstag machen, weil ich versuche, auf dieser Auftaktveranstaltung zu sein. Und ich lese das kurz vor, weil in den Räumlichkeiten des Fanprojekts zum VfB gibt es über 80 Porträts weiblicher Fußballfans aus ganz Europa zu sehen, vom 17-jährigen deutschen Ultra bis zur 95-jährigen schottischen Dauerkartensitzerin, können sie unterschiedlich nicht sein, doch sie verbindet eins, die Liebe zum Spiel. Also das, was das Fanprojekt Stuttgart macht, ist immer super interessant. Und am nächsten Montag gibt es dort diese Auftaktveranstaltung. Aber falls ihr es am nächsten Montag nicht schafft, also sie läuft noch eine Zeit lang bis zum 18. April, aber ich denke, das ist sicherlich ein Besuch wert in der Hauptstädter Straße 41, also mitten in Stuttgart. Und ja, also ich versuche am nächsten Montag da zu sein. Und falls ich da bin, können wir am nächsten Montag nicht aufnehmen, aber vielleicht schaffen wir es auch schon am Sonntag. Ja, oder wir machen es am Dienstag. Das wäre mit Sicherheit interessant, da noch ein paar Eindrücke von dir mit aufzuschnappen. Oder so, ja. Ja, was da so gesprochen wurde. Ich habe die Fantastic Females in einem Podcast schon mal gehört und muss sagen, dass es wirklich hochinteressant ist, was die so zu erzählen haben und zu berichten haben. Also es lohnt sich definitiv. Ich weiß jetzt nicht, wie da die aktuelle Kartenlage ist, ob man da noch kurzfristig sich für entscheiden kann. Ich glaube, man kann einfach hingehen. Also nutzt diese Möglichkeit, ist mit Sicherheit interessant und ja. Klare Empfehlung von uns an euch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wann genau, wissen wir noch nicht, aber wir wissen, dass wir wiederkommen. Also da besteht keine Gefahr, dass nächste Woche nicht gesendet wird. So ist es. Gut, Sebastian, ich danke dir. Auf Gerne. Die nächsten drei Punkte.
Dann ging also Nürnberg, jetzt nicht klappt. Nürnberg hat bislang zwei Auswärtspunkte durch zwei Unentschieden. Also ich glaube, ja, die Aussichten stehen nicht so schlecht auf drei Heimpunkte. Okay, da nagel ich dich fest. Die Aussage macht und wenn nicht, wie gesagt, dann wie heute geschrieben, dann haben wir es auch nicht verdient. Die Neckarstadion-Tour geht auch weiter. Auch das wird dann nächste Woche berichtet. Ja, sag noch kurz, wo sitzt du? Nee, sag ich noch nicht. Ah, okay. Verrate ich noch nicht. Das gibt's erst nächste Woche. Also. Ob du wieder irgendwelche Insights von der Trainerbank dann zu bieten hast. Oder diesmal bin ich konservativ unterwegs. So viel kann ich verraten. Okay. Also, bis nächste Woche, dann erfahrt ihr, wo ich gesessen bin und wie es da so ist. Also, bis dann. Ciao. Bis dann. Gute Nacht. Ciao.